Es ist kurz vor 21 Uhr, als die Polizei 4 Leichen in dieser Potsdamer Einrichtung für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen findet. 2 Männer und 2 Frauen liegen tot in ihren Betten. Nach Informationen der Bild-Zeitung umgebracht mit einem Messer. Eine Bewohnerin überlebt, kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei spricht von schwerer äußerer Gewaltanwendung. Die Staatsanwaltschaft ermittelt deshalb wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Derzeit werden die Spuren ausgewertet, die Verstorbenen werden gerichtsmedizinisch untersucht. Die Polizei konnte gestern noch eine Tatverdächtige festnehmen. Die Tatverdächtige, eine 51-jährige Mitarbeiterin. Medienberichten zufolge soll sie ihrem Mann nach der Arbeit von der Tat erzählt haben. Ihr mögliches Motiv noch völlig unklar. Der Tatort, das Tusnelda von Seidernhaus. Seit Jahren schon lebten die Getöteten hier. In einem Bereich, der zum sogenannten Oberlinhaus gehört, einem von der evangelischen Diakonie betriebenen Klinikkomplex. 2 der Opfer wohnten hier sogar schon seit ihrer Kindheit. Die Potsdamer sind fassungslos. Erschreckend. Gerade bei Behinderten, die sich nicht wehren können und die da, man weiß ja nicht, welchen Zustand da lagen. Wenn es dann wirklich so ist, dass es eine Person mit Absicht gemacht hat, wie es sich so anhört. Möglicherweise nehme ich an, es ist eine Kurzschlusshandlung gewesen. Man kann nur hoffen, dass die Verantwortliche auch zur Rechenschaft gezogen wird. Das Amtsgericht Potsdam hat die Tatverdächtige nun in die Psychiatrie eingewiesen. Denn das Gericht sieht Hinweise dafür, dass die Frau schuldunfähig ist.